She will be reborn as my daughter. She's my child, not yours! Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der stärksten Bösewichte in Horrorspielen. In dieser Liste werden wir uns die mächtigsten Schurken in Horror-Videospielen ansehen. Haben wir welche vergessen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Mutter Miranda, Resident Evil Village. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Nachdem ihre Tochter an der spanischen Grippe gestorben war, entdeckte Miranda den Schimmelpilz, der ihr unvorstellbare Kräfte verlieh, und infizierte sich mit ihm. Von da an wurde sie zu einer kultähnlichen Figur, die über ein Dorf herrschte und Experimente an dessen Bewohnern durchführte, um einen Weg zu finden, ihre Tochter zurückzuholen. She will be reborn as my daughter. She's my child, not yours. Sie befehligt nicht nur mächtige Mutanten in den vier Häusern, sondern ist auch direkt für die Biowaffe Evelyn verantwortlich, ein Mädchen, das die Familie Baker terrorisiert hat. Ihre übernatürlichen Kräfte sind so verheerend, dass sogar Chris Redfield von der BSAA hinzugezogen werden musste, um Ethan Winters zu helfen, sie zur Strecke zu bringen. Platz 9. The Lady, Little Nightmares. The Maw ist ein geheimnisumwittertes Unterwasserressort für die Reichen und Mächtigen und hinter allem steht die als The Lady bekannte Besitzerin. Um den Zauber aufrechtzuerhalten und ihre Kunden zu ernähren, werden Kinder durch ihre Hand getötet. Sie verfügt über ein breites Spektrum an magischen Kräften, darunter Teleportation, Telekinese und Lebensabsorption. Ihre vielleicht beunruhigendste Fähigkeit ist die der Gnome Conversion, bei der sie ein Kind in eine blasse, ungewöhnlich geformte Kreatur verwandelt, die an eine Rasenverzierung erinnert. Platz 8. Ruvik, The Evil Within. We are willing to overlook your certain peculiarities for what you can provide us. But you are testing our limits. Als Sebastian Castellanos den Tatort eines Massenmordes untersucht, gerät er in eine verdrehte Welt, die verzerrte Gedankenwelt von Ruvik, der ihn im Laufe des Spiels ständig verhöhnt. Als Sebastian ihn schließlich konfrontiert, wird er dank seiner realitätsverändernden Kräfte leicht überwältigt. Später stellt sich heraus, dass Ruvik, der ursprünglich als Ruben Victoriano bekannt war, geistig im STEM-System gefangen ist und versucht, seinen Geist auf einen anderen Wirt zu übertragen. Obwohl er besiegt wird, wird angedeutet, dass er sein Ziel erreicht hat und in Leslies Körper entkommt. Platz 7. The Wall Rider, Outlast. Der Wall Rider, auch bekannt als der Schwarm, ist ein mächtiges Wesen, das für den Großteil des Chaos im Mount Massive Asylum verantwortlich ist und von Vater Martin sogar als Gottheit angesehen wird. Auch wenn er als geisterhaftes Wesen erscheint, ist in Wirklichkeit eine große Ansammlung von nanoskopischen Maschinen, die als Naniten bekannt sind. Der Wall Rider wird den Spieler unerbittlich verfolgen und verfügt trotz seiner Größe über unglaubliche körperliche Fähigkeiten. Außerdem besitzt er die Fähigkeit der Besessenheit und kann nach Belieben von Wirt zu Wirt wechseln und seine Feinde von innen heraus zerstören. Platz 6. Alma Wade, 4-Reihe. Als die Aufklärungseinheit First Encounter Assault Recon zur Untersuchung einer geheimen Forschungseinrichtung, der Armored Gem Technology Corporation, gerufen wird, sieht sich der jüngste Rekrut Point Man bald mit einem bösartigen Geist konfrontiert. Bei diesem Wesen handelt es sich um Alma Wade, eine äußerst mächtige Hellseherin, die nicht nur Rache an denjenigen geschworen hat, die schreckliche wissenschaftliche Experimente an ihr durchgeführt haben, sondern auch die gesamte Menschheit vernichten will. Almas Kräfte sind so stark, dass im dritten Spiel sogar ihre Schwangerschaft die Welt durch ihre Albträume bedroht. Platz 5. Präsenz des Mondes, Bloodborne.
Die unglücklichen Bewohner der Stadt Yharnam sind von der Plage der Bestie befallen, einer Krankheit, die ihre Wurzeln in den gottähnlichen Wesenheiten der Eldritch hat, die als Great Ones bekannt sind. Zu dieser furchterregenden Rasse gehört auch die Präsenz des Mondes, die für den Traum des Jägers verantwortlich ist, der dazu dient, andere dazu zu manipulieren, andere ihrer Art zu töten. Wenn der Protagonist mindestens 3 Nabelschnüre konsumiert, kann er den Versuchen der Präsenz des Mondes, ihn zu ihrer neuen Wirt zu machen, widerstehen. Im Kampf verfügt die Präsenz des Mondes über unglaubliche Stärke und übersinnliche Kräfte. Sollte es im Kampf fallen, wird der Sieger selbst zu einem Great One. Platz 4. Tau Volantis Mond, Dead Space 3. Wir haben Necromorphs in allen Formen und Größen in der Dead Space Franchise gesehen, aber wie wäre es mit einem von der Größe eines echten Mondes? Der Tau Volantis Mond, der Endboss des dritten Teils, ist ein gigantischer Necromorph und einer der Geschwistermonde, die für die mysteriösen Markierungssignale verantwortlich sind, die die Serie geplagt haben. Dieser besondere Mond ist das Ergebnis eines unvollständigen Konvergenzereignisses der letzten Stufe der Entwicklung eines Necromorphs. Während dieses letzten Kampfes sind Isaacs Waffen völlig wirkungslos und die einzige Möglichkeit, ihm Schaden zuzufügen, besteht darin, seine eigenen Markersignale gegen ihn einzusetzen. Platz 3. Der God, Silent Hill 3. Lessa, you cannot kill God. Die Stadt Silent Hill ist einer der trostlosesten Orte aller Videospiele und es wird angedeutet, dass eine bösartige Gottheit des Ordens hinter all dem steckt. Dieser Gott wird von einer bösen Sekte angebetet und sie glauben, dass es eine Welt des Paradieses hervorbringen wird, was die Tötung jedes einzelnen Menschen beinhaltet, um die Menschheit von ihren Sünden zu reinigen. Vielleicht ist der Hauptgrund, warum Heather diesen mächtigen Feind ausschalten könnte, die Tatsache, dass das Auferstehungsritual teilweise unvollständig war, da Claudia ihn stattdessen geboren hat. Platz 2. Wesker, Resident Evil Reihe. I've always been with Umbrella. And stars were umbrellas. No, rather my little piggies. Als Hauptbösewicht für den größten Teil der Resident Evil Franchise waren die Taten, die Wesker vollbrachte, so unglaublich, dass die Fans noch heute darüber sprechen. Ursprünglich gab sich Wesker als Mitglied von S.T.A.R.S. aus und war ein Undercover-Agent für die berüchtigte Umbrella Corporation, bevor er sie verließ, um die Weltherrschaft anzustreben. Wesker, don't move. You. Nachdem er sich den Prototyp-Virus injiziert hat, erlangt Wesker übermenschliche Kraft, Geschwindigkeit und Ausdauer, wie eine Figur aus einem Matrix-Film. Bei so viel Kraft braucht es eine Kombination aus Lava und 2 Raketenwerfern ins Gesicht, um ihm endgültig das Handwerk zu legen. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1. Dracula, Castlevania-Reihe. Basierend auf dem legendären Bösewicht aus Bram Stokers Dracula ist Graf Dracula Vlad Tepes ein Hauptgegner in mehreren Ausgaben der Castlevania-Videospielreihe. Als unsterblicher Vampir befehligt Dracula in seiner dämonischen Festung, die als Castlevania bekannt ist, eine riesige Anzahl von Monstern, von denen der Sensenmann persönlich am auffälligsten ist. So, you've made it this far. In the name of your father, cease this foolishness. Er ist nicht nur unglaublich stark, sondern hat auch die vollständige Kontrolle über das Böse und die Hölle. Obwohl er von zahllosen Mitgliedern des Belmont-Clans besiegt wird, erwacht er jedes Jahrhundert wieder zum Leben. Als Bonus kommt hier eine weitere Liste, die dir gefallen könnte. In dieser Liste sehen wir uns Videospiele an, die den Horror hautnah erleben lassen. Wir werden Einzelspielererlebnisse bevorzugen, denn wenn man sich auf andere verlassen kann, sinkt der Grad der Angst normalerweise. Platz 5. Soma.
Soma von Frictional Games hat die besten Elemente, um uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Tödliche KI? Check. Unterwasseranlage? Abgehakt. Die Unfähigkeit, sich zu wehren? Auf jeden Fall. Nachdem die Spieler auf der Partos 2 Forschungsstation erwachen, müssen sie feststellen, dass die Welt durch einen Meteoriten größtenteils zerstört wurde. Als Reaktion darauf hat die KI der Station damit begonnen, ihre Passagiere auf eine seltsame Art und Weise zu mutieren, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Can I help? They won't let me die. Nothing is allowed to die. Der Kampf gegen diese Kreaturen und andere Schrecken wird ohne jegliche Waffen erheblich erschwert. So bleibt den Spielern nichts anderes übrig, als in Angst zu fliehen und auf ein gutes Versteck zu hoffen. Viel Glück dabei, ein solches schnell genug zu finden, vor allem in den schlecht einsehbaren Unterwasserabschnitten. Platz 4. Amnesia: The Dark Descent. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. Während Soma das Vermächtnis von Frictional Games in Bezug auf die Entwicklung gruseliger Walking-Simulationen gestärkt hat, wurde es in Amnesia The Dark Descent weiter ausgebaut. In den Schuhen von Daniel müssen die Spieler die Vergangenheit des an Amnesie leidenden Protagonisten zusammensetzen. Währenddessen wird man von beunruhigenden Monstern gejagt und es gibt keine Möglichkeit, sie aufzuhalten. Wie bei vielen anderen Spielen auch, kann man nur weglaufen und sich verstecken. Der Druck wird durch Daniels geistige Gesundheit erhöht und verringert, je nachdem wie lange man im Dunkeln bleibt und wie lange man die Monster ansieht. Je niedriger sie ist, desto mehr halluziniert Daniel und desto mehr Monster werden von dir angezogen. Amnesia perfektionierte die Mischung aus Horror und Stealth und beeinflusste andere Spiele über Jahre hinweg. Platz 3. P.T. P.T. existiert in einer eigenen Kategorie. Es ist nicht ganz ein vollständiges Spiel, aber auch nicht nur eine Demo, denn es ist alles, was von Konamis letztlich zum Scheitern verurteiltem Silent Hills übrig geblieben ist. Da es aber gruseliger ist als die meisten Spiele, die es gibt, nehmen wir es mit auf. Der mysteriöse Trailer, der die Gaming-Community sofort nach der Veröffentlichung im Sturm eroberte, ließ sich durch eine scheinbar endlose Schleife desselben Flurs laufen. Doch je nachdem, wie du mit den Dingen um dich herum interagierst, wird jede Schleife immer unheimlicher. Beunruhigende Bilder und ein unheimlicher Geist konfrontieren dich schließlich und sorgen für einen Berg von lustigen Reaktionsvideos. Der Tod von P.T. ist eine der größten Schandtaten der Spieleindustrie. Wir haben keinen Zweifel, dass eine vollständige Veröffentlichung etwas Besonderes gewesen wäre. Platz 2. Resident Evil 7 Biohazard. Nach einem Einbruch in der Rezeption meldete sich Resident Evil mit dem ersten Teil, der in der Ego-Perspektive spielt, stark zurück. Vorbei war es mit der komplexen Geschichte der Serie und größtenteils auch den bewährten Charakteren. Stattdessen steuern wir Ethan Winters auf der Suche nach seiner verschwundenen Frau, die ihn zu einem der beängstigenden Schauplätze der Serie führt. Das Baker-Anwesen ist verfallen, schummrig beleuchtet und beherbergt die abscheulichste fiktive Familie seit der von Leatherface. In jedem einzelnen Moment wird der Spieler mit purer, oft ekelerregender Angst konfrontiert. Die Kämpfe gegen die Familienmitglieder, insbesondere gegen die Mutter Margaret, lassen den Spieler noch lange nach dem Ende der Kämpfe zittern. Village trat dankenswerterweise in seine Fußstapfen, aber 7 war eine wahre Rückkehr zur Form und Schrecken. Platz 1. Alien Isolation. Obwohl sich Alien Isolation auf eine etablierte Horrorfigur stützt, vollbringt er mit dem Xenomorph wahre Wunder. In einigen Fällen verbessert und übertrifft es sogar die Filme. Die Spieler folgen der Tochter der Protagonistin Ellen Ripley und suchen 15 Jahre nach dem Originalfilm nach ihrer vermissten Mutter. Platz
Falls du dich jemals gefragt hast, wie du dich gegen Aliens schlagen würdest, beweist Isolation, dass wahrscheinlich keiner von uns so gut abschneiden würde. Es gibt fast keine Möglichkeit, sich gegen den Verfolger zu verteidigen, der über eine der intelligentesten KI verfügt, die man je in einem Spiel gesehen hat. Der hohe Schwierigkeitsgrad kommt dem Spiel zugute, denn hier sind Überleben, Geduld und Besonnenheit gefragt. Xenomorphs sollten unaufhaltsame Tötungsmaschinen sein und Isolation trifft genau diesen Punkt. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.